Urlaub auf dem Bauernhof in Mossautal im Odenwald. Günther Badol betreibt mit seiner Frau Ursula den Sievertshof. Ihre zwei Ferienhäuser stehen seit Monaten leer. Aber das Hygienekonzept dafür steht. Auf Besucher sind sie vorbereitet. Wir sind mit unserem Angebot in der Lage, kontaktlos zu vermieten. Also die Leute können kommen, dann steckt der Schlüssel und alles andere kann man von Balkon zu Balkon, sage ich mal, oder am Telefon oder im WhatsApp, kann man das klären. Also wir müssen uns nicht über den Weg laufen, der Abstand ist jederzeit gewährt. Und insofern kann man sogar die Theorie aufstellen, dass Leute, die bei uns Urlaub machen, vielleicht hier besser aufgehoben sind als in ihrer häuslichen Wohnung oder in ihrem städtischen Umfeld. Ostern sind beide Ferienhäuser schon so gut wie ausgebucht. Dabei ist noch gar nicht sicher, ob sie da überhaupt schon vermieten dürfen oder wieder einmal die Reservierung stornieren müssen. Zum Glück sind die beiden Rentner von den Einnahmen nicht abhängig. Trotzdem. Also es wäre schon ein großer Schlag, muss ich sagen. Das wäre für uns eine große Enttäuschung, den Gästen absagen zu müssen. Weil wir doch in der letzten Zeit hat es sich so angedeutet, als gäbe es eine Lockerung. Von einer Lockerung könnten ländliche Regionen profitieren. Urlaub im Ausland ist vielen zu unsicher. Wir haben das schon im letzten Jahr beobachtet. Wir hatten im August einen Rekord in den Gästezahlen. Das hatten wir so in dieser Form noch nicht. Und was sehr auffällig ist, es werden längere Aufenthalte gebucht. Das hat es hier lange nicht mehr gegeben. Wir waren bislang vor allem eine Region für Kurzurlaube und wir haben inzwischen wieder Buchungen von 2 Wochen. Den Takt für die Lockerungen an Ostern gibt die Ministerpräsidentenkonferenz vor. Am 22. März geht es um das Hotel- und Gaststättengewerbe. Am Edersee macht Frank Rudolph klar Schiff. Bootsverleih und Segelschule sind nicht abhängig von Hotelöffnungen. Sein Hygienekonzept steht. An Karfreitag soll's losgehen. Ich bin zu 100% zuversichtlich. Hier kommen ja Tagesgäste an, die wollen einfach mal eine Runde mit einem Bötchen aufs Wasser, mit der Familie oder als Pärchen oder wie auch immer. Die sind ja dann auch auf freien Gewässer, tut keiner Menschenseele was. Schon seit einer Woche läuft in Willingen der Skibetrieb. Für Frühjahr und Sommer haben sich die Gemeinden Diemelsee und Willingen etwas ausgedacht. Statt Hotelzimmer kann man hier sein Zelt aufstellen. Insgesamt 9 Trekkingplattformen mit Toilettenhäuschen sind buchbar ab Gründonnerstag. Genehmigung vom Gesundheitsamt Waldeck-Frankenberg liegt vor. Für Corona gibt's nichts Besseres. Maximal 4 Personen passen auf eine Plattform drauf, auf 2 Zweimannzelten oder ein 4-Mann-Zelt. Und damit sind wir innerhalb der Corona-Regelungen. Und wir haben Buchungen schon fürs ganze Jahr, sprich bis Ende Oktober. Und es geht seit 3 Wochen richtig los, dass quasi pro Woche etwa 100 Buchungen dazukommen. Die Upländer Trekkingplätze in der ersten Osterwoche ausgebucht. Auch Ursula und Günther Badol hoffen auf eine positive Entscheidung der Ministerpräsidenten in 9 Tagen, damit sie ihre Türen dann endlich wieder für Urlauber öffnen können.